Ich darf Dominik Helle von Omniscale das Wort übergeben. Ja, danke schön. Schön, dass ihr alle da sind. Und der ein oder andere hat mich vielleicht heute Morgen schon gesehen, wo ich quasi grundlegende Sachen zum MapProxy erzählt habe. Für alle, die nicht da waren, wer bin ich, wer steht hier vorne überhaupt? Was ist das für ein Typ? Mein Name ist Dominik Helle. Ich bin Geschäftsführer der Omniscale GmbH & Co. KG aus Oldenburg. Wir machen Open-Source-Entwicklung, wie so viele Firmen, die hier sind, und sind auch unter anderem Initiator und quasi, sag ich mal, ja, Herausgeber, also die ersten, die damit angefangen haben, vom MapProxy-Projekt, und genau deswegen stehe ich hier. Was ist der MapProxy in einem Satz? Der MapProxy ist quasi eine Server-Software, mit dem Kartendienste beschleunigt und bearbeitet werden können. Kurz die Frage, wem ist MapProxy gar kein Begriff? Zwei. Dann empfehle ich Ihnen nachträglich das Video von heute Morgen zu gucken. Da wird nochmal darauf eingegangen, was MapProxy alles kann. Ich werde jetzt meinen Vortrag vor allem darauf aufbauen, was letztes Jahr passiert ist, sprich, was für Versionen sind aktuell, was ist geplant. Ich werde Ihnen die Neuerungen vom letzten Jahr vorstellen. Aktuelle Version ist die Version 1.9.1, die ist im Januar diesen Jahres rausgekommen. Nächste Version 1.10 ist geplant, steht kurz vor der Fertigstellung. Features werden dann nicht mehr hinzukommen, sondern einfach nur noch einmal kurze Tests, quasi Release Candidates, und dann geht das auch quasi seinen Weg. Was werde ich in der Neuerung vorstellen? Zum einen, wenn wir dieses Bild von eben gesehen haben, wir hatten ja quasi Quellen, die reingehen, wir haben in der Mitte einen Cache, wie MapProxy Sachen cachen kann, und wir haben rechts Dienste, die rausgehen. In allen drei Bereichen hat sich eigentlich was getan, und das ist eigentlich auch ganz schön zu sehen, dass so ein Projekt, obwohl es quasi klein angefangen hat mit, okay, wir beschleunigen nur WMS-Dienste, mittlerweile doch stark gewachsen ist. Alle Features, die ich Ihnen hier vorstelle, Sie können natürlich auch gerne mitschreiben, müssen Sie aber nicht, sind dokumentiert auf MapProxy.org. Also es gibt auch eine Nightly-Dokumentation, die jede Nacht neu erstellt wird. Da sind auch alle Features schon dokumentiert, die ich Ihnen hier vorstellen werde, die auch in der nächsten Version dann erst drin sind. Das heißt, da können Sie schon mal ausprobieren, können Sie auch schon installieren. Gut. Fangen wir quasi an mit den Quellen, mit den Sourcen, quasi auf dem Bild, wenn wir uns das nochmal vorstellen, das ganz links. Bis vor der Version 1.10 und 1.9 konnte man quasi WMS einbinden, ich konnte Kacheln verarbeiten und ich konnte direkt auf Mapnik und Mapserver zugreifen. Soweit so gut. Was ist jetzt neu hinzugekommen? Und zwar hatten nicht wir direkt, sondern andere aus der Community das Bedürfnis, auch einen ArcGIS-REST-Server hinzuzufügen. Sprich, ArcGIS kann zwar auch WMS, aber es ist nicht immer aktiviert. Sprich, ab heute oder beziehungsweise mit der Version 1.10 ist MapProxy in der Lage, einen ArcGIS-Map-Server oder ArcGIS-Image-Server direkt anzusprechen, einzulesen und daraus quasi einen standardisierten, vernünftigen WMS-Dienst zu machen. Kleines Beispiel, wie man das einbindet, ist eigentlich ganz einfach. Man kann verschiedene Parameter angeben, die einfach mit durchgereicht werden. Es wird auch Feature-Info unterstützt. Es gibt sogar irgendwie so ein Feature-Info, GeoJSON nennt sich das, glaube ich. Da kann ich quasi auf Klick das GeoJSON zurückbekommen, allerdings im Esri-GeoJSON-Format, also muss man ein bisschen aufpassen. Aber das geht. Das heißt, wenn wir jetzt eine Mischinstallation haben, im Sinne von, wir haben proprietäre Dienste und wir haben Open-Source-Software, könnte ich mit MapProxy jetzt quasi auch ArcGIS-Dienste direkt ansprechen. So, das war eine relativ kleine Änderung im Bereich der Quellen. Eine neue Quelle hinzugekommen, jetzt nicht sehr spektakulär. Im Bereich der Caches, wie die Daten abgelegt werden, hat sich deutlich mehr getan. Hier sind zum einen vier neue Typen hinzugekommen, die ich Ihnen jetzt nach und nach vorstellen werde. Und zum anderen haben wir auch bestehende Strukturen, in diesem Fall File und SQLite, verbessert oder quasi Funktionen hinzugefügt. Fangen wir einfach an mit den Caches. Wo wir gerade schon beim Thema Proprietär und Esri waren, machen wir das direkt am Anfang mit weg. MapProxy ist in der Lage, jetzt Daten im Compact-Format zu speichern. Ein Compact-Format ist quasi ein ArcGIS-kompatibles Format. Und zwar werden hier in einer Bundle-Datei, also in einer Datei, bis zu 16.000 Kacheln gespeichert. Es gibt da verschiedene Versionen, Version 1 und Version 2. Aktuell wird nur Version 1 unterstützt, aber Version 2, könnte ich mir vorstellen, lässt nicht lange auf sich warten. Es ist wirklich sehr performant, muss man sagen. Also die Implementation oder der Gedanke dahinter ist sehr gut. Und von daher, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Anwender von
dieser proprietären Software ist, kann man das durchaus nutzen. Hat natürlich jetzt auch den Vorteil, wenn mir jemand sowas liefert, sowas gibt, kann ich das jetzt mit MapProxy einbinden und muss jetzt nicht mehr auf ArcGIS zugreifen. Was hat sich noch getan beim Thema Caches? GeoPackage ist vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff. War auch immer mal wieder auf der Foscis-Konferenz, ich glaube dieses Jahr nicht. Ich glaube letztes Jahr hatte Pirmin da was zu vorgestellt. GeoPackage ist ein OGC-Standard, wie man Daten in einer SQLite-Datenbank ablegt. SQLite-Datenbank wird auch zum Beispiel von MB-Tiles verwendet, kann auch generell bei MapProxy verwendet werden. Nur das ist jetzt quasi nochmal der offizielle OGC-Standard dazu. Ist besonders dazu geeignet, wenn man jetzt zum Beispiel Daten von Anwendungen austauschen möchte. Sprich, wenn Sie zum Beispiel Ihre Daten vorgenerieren, lokal und dann eine Datenbank quasi auf ein mobiles Gerät kopieren wollen, wenn Sie Offline-Dienste nutzen möchten, können Sie das zum Beispiel mit GeoPackage machen. MapProxy legt werden nicht nur die Kacheln in der SQLite-Datenbank gespeichert, sondern es werden auch noch Metadaten abgelegt. Die erzeugt MapProxy alle, um dann wirklich diesen OGC-Standard zu unterstützen. Was haben wir noch? Redis. Redis ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Redis ist eine In-Memory-Datenbank, also eine NoSQL-Datenbank. Sprich, hier hat man nicht so ein typisches, keine typische SQL-Datenbank wie zum Beispiel PostGIS oder PostgreSQL, sondern ich habe quasi Schlüssel-Werte-Paare und ich kann meine Daten jetzt auch quasi in Memory, also im Arbeitsspeicher des Servers cachen. Eignet sich besonders dazu, wenn ich kurzzeitig Daten cache. Wenn ich zum Beispiel Kacheldienste anfrage und da Metakacheln berechnen muss, die vielleicht nur kurzzeitig benötigt werden, kann ich die einfach in meiner Datenbank quasi behalten und muss die nicht dauerhaft speichern, braucht keine Festplattenkapazität. Das heißt, Redis kann halt in einem oder anderen Fall durchaus sinnvoll sein, hängt natürlich immer auf die Systemumgebung ab. Auch massiv von der Systemumgebung abhängig ist der vierte und letzte neue Cache-Typ, der hinzugekommen ist, also wie ich meine Daten speichern kann. Der Typ, der hinzugekommen ist, ist S3, S3 von Amazon, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, das Simple Storage Service. Sprich, ich habe die Möglichkeit, meine Karten, meine Kacheln direkt bei Amazon zu speichern. Theoretisch kann ich dadurch natürlich unglaublich große, beliebige Datenmengen speichern. Das heißt, ich kann mir das hinzubuchen oder das hinzubuchen, was ich gerade möchte, was ich gerade brauche. Und da kann ich einfach extrem viele Sachen machen. Hat unter anderem den Vorteil, dass ich theoretisch bei S3 natürlich auch eine sehr hohe Performance und eine sehr hohe Ausfallsicherheit habe, wenn da nicht wieder jemand den falschen Haken setzt, sodass es dann auch wirklich funktioniert. So, das waren die neuen vier Cache-Typen. Man braucht die nicht unbedingt. Das hängt immer natürlich davon ab, was mache ich, was möchte ich tun, was habe ich für Voraussetzungen, was habe ich für ein Umfeld, in dem ich arbeite, was kommen für neue Dienste hinzu. Was sich noch quasi getan hat oder verbessert hat, ist was im Bereich File Cache. Das heißt, wie werden die Dateien abgelegt? Standardmäßig bei MapProxy ist es so, dass als Layout für die Ordner, wie die Karten, wie die Dateien abgelegt werden, ein Teilcache-Format benutzt wird. Teilcache, ich weiß nicht, ob das viele von Ihnen sicherlich noch kennen, war das 2006, so der erste Kachel-Proxy, der quasi WMS-Dienste zerteilt hat und Kacheln ausgeliefert hat. Die haben sich damals ein Ordnerformat ausgedacht, wie man die Kacheln ablegen kann. Das funktioniert auch wunderbar, hat den Nachteil, dass es sehr, sehr viele Ordner, sehr, sehr viele Unterordner hat, was je nachdem, wie groß die Bereiche sind, im Zweifel zu Schwierigkeiten führen kann. Deswegen haben wir gesagt, okay, das bleibt quasi Standard, aber man hat die Möglichkeit jetzt ein neues Ordnerformat anzugeben, nennt sich MP. Das heißt, dadurch wird die Anzahl der Ordner, die ich habe, wenn ich meine Kacheln ablege, deutlich reduziert und ich kann weiter natürlich normal auf meine Kacheln zugreifen. Was auch neu hinzugekommen ist, schon wieder das Wort ArcGIS, ist das Directory Layout von ArcGIS. Sprich, die haben auch ein Format, wie sie ihre Kacheln speichern, um damit kompatibel zu sein. Wenn wir es schon machen, dann machen wir es richtig. Kann man jetzt auch quasi das Layout-Format angeben, sprich, wenn sie Kacheln von einem Server bekommen oder von jemandem bekommen, in diesem Format das ist oder das so schreiben möchten zum Austausch, ist das jetzt mit MapProxy auch möglich. Was haben wir noch getan?
MB-Tiles SQLite, sprich in einer SQLite-Datei werden ja mehrere Karten gespeichert oder mehrere Kacheln gespeichert. Und bisher war es so, wenn MapProxy quasi ein Bild bekommt und es in mehrere Kacheln zerteilt, wurde immer eine Kachel pro Transaktion, pro Datenbanktransaktion in die Datenbank gespeichert. Sprich, eine Kachel, eine abgeschlossene Datentransaktion. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man mehrere Kacheln auf einmal innerhalb einer Datenbanktransaktion abspeichert. Sprich, wenn ich eine Anfrage habe, das Bild wird in zum Beispiel 16 Kacheln zerteilt, kann ich einstellen, dass innerhalb einer Transaktion 16 Kacheln auf einmal gespeichert werden. Dadurch spare ich mir natürlich ein bisschen Zeit und ein bisschen Arbeit und kann das Ganze ein bisschen performanter gestalten. Was auch noch möglich ist, ist, dass zum Beispiel Meta-Tiles, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kacheldienst habe und solche Meta-Tiles berechnet werden, sprich, wir gucken ja bei MapProxy auch immer, was ist drumherum. Wir fokussieren uns ja nicht nur auf das Bild, sondern wir gucken auch, was ist drumherum. Kann ich hier jetzt auch mehrere Kachelquellen parallel anfragen? Früher war es immer so, es wird immer nur eine Kachel angefragt. Jetzt kann ich das einstellen, dass mehrere angefragt werden, einfach um nochmal so den Tick quasi zu verbessern, um nochmal einen Tick mehr Geschwindigkeit rauszubekommen. Ein, wie ich finde, sehr, sehr cooles neues Feature jetzt auf der ganz rechten Seite ist das Thema Coverages. Dieses Bild haben Sie vielleicht schon mal vor 2-3 Jahren oder so in einer MapProxy-Präsentation gesehen, als es ums Thema Sicherheit ging. Man kann und man konnte und man kann immer noch in MapProxy quasi Coverages angeben, also quasi Ausdehnungen angeben, was jemand sehen darf. Früher war das so, dass ich das Ganze immer nur auf die Security API bezog, sprich, da konnte ich genau fein einstellen, wer darf welchen Bereich sehen. Jetzt habe ich in MapProxy die Möglichkeit, quasi eine Coverage zu einer Source quasi wirklich zu definieren und sagen, okay, das ist der Bereich, den man sehen darf. Sprich, wenn ich hier mit diesem gehighlighteten Clip True arbeite, wird die Kachel oder werden die Daten wirklich hart an der Grenze zu meinem Coverage abgeschnitten. Beispiel, ich habe hier Deutschland oder ich habe irgendwo einen Kreis, habe aber eigentlich meine Daten als Bounding Box, möchte aber nur meine Kreisgrenzen wirklich darstellen und nichts draußen rum, kann ich jetzt mit MapProxy einfach mit einer Zeile Code und dem dazugehörigen Coverage arbeiten und kriege halt wirklich nur das ausgeliefert, was ich ausliefern will. Hier zum Beispiel rechts oben im Bild, Beispiel Cottbus, wäre dann halt wirklich hart abgeschnitten, ist natürlich jetzt extra provokant gemacht, macht natürlich so bei einer Beschriftung keinen Sinn. Aber wenn ich zum Beispiel Luftbilder habe oder so, die wirklich genau an meiner Grenze aufhören sollen, wäre das hiermit möglich. Und also wie ich finde, ein sehr, sehr cooles Feature. Was kann ich noch machen bei den Coverages? Ich kann bei den Coverages auch geometrische Operationen durchführen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich habe mehrere Coverages, mehrere Quellen, mehrere Shapefiles, mehrere GeoJSON zum Beispiel und möchte die vereinen. Das heißt, ich kann hier wirklich angeben, okay, mit Hilfe eines Unions kann ich sagen, okay, nimm mir alle die Geometrien, da möchte ich quasi meine Karte haben. Ich kann aber zum Beispiel auch sagen, okay, nimm mir die Differenz davon oder ich kann sagen, mach mir quasi die Intersection. Wenn ich zum Beispiel einen europaweiten Kartendienst habe ich habe quasi OSM, liefert mir quasi immer Updates, wo sich was geändert hat, aber eigentlich interessiert mich nur Deutschland, kann ich mit dem Intersection sagen, okay, aktualisiere mir nur die Sachen, die in Deutschland liegen aus meinem OSM-File und alles andere ist mir quasi egal, weil ich konzentriere mich auf das, was ich quasi haben will. Noch ganz am Rande, was quasi so ein bisschen, was jetzt nicht super toll, also was heißt, ist schon super, aber was quasi auch noch den einen oder anderen interessieren könnte, wobei viele haben es wahrscheinlich trotzdem installiert, OGR und GDAL. MapProxy hat jetzt einen nativen Support für GeoJSON als Coverage, sprich ich kann hier wirklich einfach mein GeoJSON einbinden und kann einfach direkt auf die Quelle zugreifen, ohne dass ich noch zusätzlich eine Bibliothek als Abhängigkeit haben muss. Auch eine Sache, die häufig aus dem OSM-Feld kommt, aber natürlich auch quasi aus dem Thema ALKIS oder Sonstiges kommen kann, ist immer das Aktualisieren von Daten. Wenn ich sage, okay, ich habe meinen Zwischenspeicher, ich habe meinen Cache, da werden meine Daten drin abgelegt und ich möchte die aktualisieren. Und eigentlich möchte ich ja nur die bestimmten Bereiche aktualisieren, die sich geändert haben. Und ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, wenn mir mein Programm das ausspuckt, welche Kacheln
haben sich denn geändert? Also wenn ich gar nicht quasi auf Geometrieebene gehe, sondern wirklich auf Kachelebene, kann ich jetzt mit MapProxy sagen, okay, ich habe hier eine Datei mit Kachelkoordinaten, die sieht dann zum Beispiel so aus, wie sie hier aussieht, kann ich natürlich jetzt auch noch beliebig weiterführen, das ist jetzt Level Zoom Level 5 zum Beispiel, und kann ich mit MapProxy jetzt wirklich mal eben das Kachel-File einlesen und kann dann die Daten neu generieren, sodass mein Dienst immer aktuell ist und nur die Daten aktualisiert werden, die sich wirklich geändert haben. Ja, was hat sich noch getan? Das ist jetzt was auch auf der Phosphor G zum Beispiel schon vorgestellt wurde letztes Jahr. Die war ja auch nach der Phosgis-Konferenz, und ich glaube, auf der Phosgis-Konferenz hatte Herr Tonhofer damals schon ein bisschen einen Ausblick in die Richtung gemacht. MapProxy ist ja mehr als eigentlich ein Proxy, um zu beschleunigen. Dadurch, dass wir diese zentrale Position haben, können wir auch nachträglich Bilder bearbeiten. Wir können zum Beispiel mit den Bildkanälen arbeiten. Sprich, ich kann eine Quelle nicht nur als Quelle betrachten, sondern ich kann hier auf die RGB-Werte zugreifen. Das heißt, ich kann zum Beispiel die RGB-Werte vertauschen. Das heißt, ich kann, in diesem Fall ist zum Beispiel der R- und der B-Wert vertauscht. Was bringt mir das? Ich kann zum Beispiel Falschfarbenbilder erstellen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Infrarotbilder habe als Quelle, Infrarotluftbilder oder normale Luftbilder als RGB, kann ich damit halt wirklich die Bilder manipulieren und das Ganze quasi erstellen. Was ich auch machen kann, ist zum Beispiel, wenn ich Luftbilder habe, im Normalfall sind die ja natürlich, ich sag mal, bunt, kann ich damit zum Beispiel Graustufenbilder erstellen. Und das Schöne ist, ich muss jetzt nicht sagen, ja, muss ich alle Bilder doppelt vorhalten, dann wächst das und ich habe 20 Terabyte Luftbilddaten, brauche ich ja 40 Terabyte. Mit MapProxy ist man in der Lage, das quasi ohne Caching zu machen. Also MapProxy macht das on the fly. Das heißt, ich werfe die Bilder rein und kann on the fly daraus Graustufenbilder rechnen, ohne dass ich jetzt große Performanceverluste habe. Sprich, ich würde bei meinen 20 Terabyte Luftbildern bleiben, ohne dass ich jetzt quasi wirklich große Verluste habe. Ja, was ist sonst noch passiert? Also generell, also MapProxy wird intensiv weiterentwickelt. Es kommen sowohl Features von externen Entwicklern aus der Community, als auch natürlich wir als Firma Omniscale entwickeln MapProxy immer weiter, passen MapProxy an Kundenwünsche an. Es wurden diverse Kleinigkeiten in dem letzten Jahr gefixt und behoben. Beispiel im Januar, warum es auch das neue Release gab, zum Beispiel gab es eine neue PIP-Version für Windows und lief MapProxy unter Windows nicht. Sprich, haben wir eine neue Version von MapProxy rausgebracht, um das quasi zum Laufen zu bringen. MapProxy verfügt über eine Demo-Anwendung, die sehr rudimentär gehalten ist und ich glaube noch auf OpenLayers 2. Das könnten wir auch mal irgendwann ändern. Aber es läuft halt, das ist ja das Schöne. Da werden jetzt zum Beispiel auch Custom Tiles unterstützt, Custom Tile Sizes. Da ging vorher immer nur 256 mal 256 Pixel. Was auch mit zum Hauptnutzen sicherlich gehört von MapProxy, sind die Kommandozeilen-Tools, die es gibt, um mit MapProxy zu arbeiten, um MapProxy-Sachen zu entwickeln, das MapProxy Seed und MapProxy Util. Da wurden einige Verbesserungen auch gemacht. Das wird immer stetig weiterentwickelt, sodass man da quasi wirklich immer auf dem aktuellsten Stand ist. Was vielleicht für den ein oder anderen noch interessant sein könnte, wenn man auf etwas älteren Systemen unterwegs ist, wobei wir das eigentlich schon seit längerer Zeit propagieren, ist, dass der ab der Version 1.10, wenn MapProxy quasi dann rauskommt, keine Unterstützung für Python 2.6 mehr gewährleistet wird, wobei eigentlich alle, ja, ich sag vernünftigen, aber nein, wobei viele, viele Systeme, auch Linux- und Unix-Systeme, die aktueller sind, damit eigentlich kein Problem haben dürften, die haben eigentlich alle neuere Versionen als Python 2.6. Von daher ist das eigentlich auch möglich und es ist auch unter Python 3 lauffähig, wenn Sie jetzt quasi ein ganz neues Python installieren, das ist alles gar kein Problem. Gut, ich glaube, meine Zeit ist so gut wie um. Ich glaube, eine Minute habe ich noch, dann kann ich Ihnen nochmal sagen, die Homepage von MapProxy, MapProxy.org, der Code von MapProxy liegt bei GitHub, das heißt für alle einsehbar, es ist unter Apache License veröffentlicht. Wie natürlich zu jedem guten Open-Source-Projekt gibt es eine Mailingliste, die bei der OSGEO gehostet ist, netterweise. Da können Sie Fragen stellen, Sie können es einfach ausprobieren. Es gibt eine sehr gute, umfangreiche Dokumentation. Wenn Sie die Dokumentation zum Beispiel ausdrucken als PDF, hat das knapp, glaube ich, 140 Seiten. Sie können es aber auch einfach online lesen, dann kann man noch drin suchen. Das macht vielleicht mehr Sinn.
Und genau, wenn Sie Fragen haben, gerne jetzt, gerne morgen, übermorgen. Herr Tonhofer, der Hauptentwickler, ist auch da. Den erkennen Sie sicherlich dann auch, der läuft hier irgendwo rum. Und genau, wenn Sie Fragen haben, Fragen. Dankeschön. Danke, Dominik. Pünktlich wie die Maurer. Sehr schön. Gibt es Fragen? Ich dachte, ich hätte schon wieder alle erschlagen, wie heute Morgen. Immerhin. Ich wollte noch fragen, gibt es bezüglich Cache, den verschiedenen Cache-Typen, Performance-Empfehlungen? Oder? Also spielt es eine Rolle, ob ich jetzt nur Filesystem oder irgendeine Datenbank wie, oder Geopackage? Ja und nein, hängt natürlich immer ein bisschen von Ihrer Infrastruktur ab. Also ich würde Ihnen zum Beispiel jetzt nicht zu S3 raten, wenn Sie mit Amazon Cloud noch überhaupt nichts zu tun haben. Da wird sich schon anbieten, dass man das quasi filebasiert macht. Wenn Sie jetzt hergehen und sagen, okay, eigentlich planen wir auch, die Daten auszutauschen, offline verfügbar zu machen, dann würde ich Ihnen definitiv zu einer SQLite-Datenbanklösung raten. Ob jetzt Geopackage oder SQLite oder MB-Teil ist da performance-technisch relativ egal. Aber das hängt halt immer ein bisschen davon ab, wo die Reise hingehen soll auch vielleicht, genau. Und zwischen Filesystem und Geopackage oder SQLite ist kein großer Unterschied performance-mäßig? Also meines Wissens nicht. Es kann natürlich sein, dass je nachdem, was für ein Betriebssystem Sie benutzen, dass da ein, zwei Operationen immer ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer sind. Also was uns zum Beispiel initial vor Jahren schon aufgefallen ist, dass unter Windows das Datei öffnen und schreiben langsam ist das unter Linux. Es kann sein, dass Sie das mit SQLite dann ein bisschen ausgleichen, aber tendenziell gibt es zwischen SQLite und Dateisystem eigentlich keine Unterschiede. Das merken Sie quasi nicht. Also wenn Sie im Hundertstel Millisekundenbereich und abhängig von Ihrem Server. Also ist egal, auf Deutsch. Hier war noch eine Wortmeldung irgendwo, genau. Ja, ich habe eigentlich tatsächlich drei ganz kurze Fragen. Und zwar ist es möglich, dass ich PostGIS direkt anbinde, Tabellen. Dann ist es, wie ist das bei diesen Coverages, wenn ich jetzt einen Union oder einen Intersect mache, wird das dann automatisch, wird dann Cache angelegt? Und die dritte Frage ist eigentlich, ob es ein REST-Interface gibt, um die Konfiguration zu administrieren. Fangen wir vorne an. Also PostGIS-Daten direkt einbinden können Sie nicht. Sie können aber bei den, weil MapProxy ist ja quasi nicht zeichnet, Sie können aber bei den Coverages zum Beispiel direkt auf über OGR auf die Datenbank zugreifen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Coverage in der Datenbank hätten oder Ihre Aktualisierung in der Datenbank hätten, wo sich was geändert hat, können Sie direkt auf die Datenbank zugreifen. Das würde gehen. Wenn Sie jetzt natürlich Daten haben, die gezeichnet werden sollen, brauchen Sie halt noch sowas wie Map-Server, MapNIC oder Geo-Server. Genau. Zweite Frage war... Genau. bin ich aktuell überfragt, kann vielleicht Herr Tonhofer was sagen, der steht dann oben in der Ecke, der kann Ihnen wahrscheinlich je nachdem, wie Sie es konfigurieren. Also ein Coverage beschränkt quasi eine Source auf dem räumlichen Bereich und das heißt, wenn MapProxy Daten außerhalb von diesem Coverage benötigt, wird diese Source einfach gar nicht angefragt. Und jetzt mit dieser Clipping-Funktion ist es einfach so, dass wenn im Randbereich von einem Coverage eine Anfrage gestellt wird, wird der äußere Bereich quasi ausgeblendet und die Daten, wenn man das Ganze cached, werden dann so in dem Cache abgelegt. Wobei diese Sourcen mit einem Clipping-Coverage auch kaskadierend eingebunden werden können, also ohne einen Cache. Das ist auch möglich. Die dritte Frage habe ich. Kannst du auch was zu sagen? REST-Interface gibt es nicht. Die Konfiguration kann man aber automatisch erzeugen. Das Format ist in YAML oder JSON-Format schreibbar. Und mit dem Multimap-Proxy kann man Konfiguration einfach in ein Verzeichnis ablegen. Und dann ist dieser Dienst automatisch verfügbar. Also, genau. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Ansonsten sind wir. Achso, ja. Ja, da ist ja noch eine Wortmeldung. Ja.
Ja, also Mapboxing ist eine geile Software. Gibt es auch wie beim GeoServer oder so etwas eine grafische Oberfläche, eine GUI, wo man sozusagen, also ich habe mal was gehört vom Map-Konfigurator oder so, wird der noch weiterentwickelt oder? Wir haben mal angefangen, ihn zu entwickeln, ja. Der Code dazu steht auch auf GitHub. Wir hatten allerdings keine Nachfrage quasi, das zu tun, also weiterzuentwickeln. Also aktuell wird es nicht weiterentwickelt. Es gibt quasi eine rudimentäre Entwicklung, mit der man auch quasi so die Grundsachen konfigurieren kann, ist aber aktuell nicht, steht jetzt nicht auf der Liste, sag ich mal, dass wir das jetzt weiterentwickeln, weil halt auch der die Nachfrage sehr, sehr gering war, um das mal so zu sagen. Also de facto fast gleich null. Leider. Wäre sicherlich eine schöne Erweiterung von Mapproxy, wenn man das extern nochmal quasi konfigurieren kann. Wobei die Konfigurationsdateien auch sehr, sehr einfach geschrieben sind, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, geht das eigentlich sehr gut von der Hand. Also ist ja nicht so kompliziert wie XML oder so. Gut, vielen Dank, Dominik.